2014 startete erstmals ein Hilfsprojekt engagierter Brandschutzexperten der Linzer Feuerwehr unter der Schirmherrschaft des freiheitlichen Linzer Vizebürgermeisters Detlef Wimmer. Letzte Woche besuchte eine oberösterreichische Delegation auf Einladung des dortigen für Brandschutz zuständigen Innenministeriums Tansania. Denn das Feuerwehrwesen steckt dort noch immer in den Kinderschuhen und entspricht keinesfalls europäischen Standards. Der Wunsch der österreichischen Brandschutzexperten, der noch immer schlecht aufgestellten tansanischen Berufsfeuerwehr vor Ort unter die Arme zu greifen, wird sehr begrüßt. FPÖ-TV war für sie mit dabei und hat alle Eindrücke festgehalten. Wir haben jetzt schon eine Kooperation seit mehreren Jahren. Das hat begonnen mit einem Besuch von Feuerwehrleuten, von Feuerwehrkommandanten aus Dar es Salaam in Linz. Und dort haben sich die Feuerwehrleute verschiedene Feuerwachen angeschaut und auch was wir im Feuerwehrdienst machen. Und ein Thema war sehr interessant für sie, das ist, wenn Hochwasser vorkommen, wie wir mit Hochwasser umgehen, wie wir den Leuten helfen. Und so haben wir eine Kooperation begonnen, um Hochwasserausbildung auch in Tansania zu machen. Das heißt, es waren Feuerwehrkameraden bei uns in Linz, um diese Ausbildung zu machen. Wir sind aber auch hier regelmäßig, um diese Ausbildung zu vertiefen, direkt vor Ort zu machen, neue Leute auszubilden bzw. die fortgeschrittenen Kenntnisse dann auch zu vertiefen. Es mangelt in Tansania vor allem an Mitteln für Infrastruktur und Bildung. Die Bevölkerung wächst schneller als die Wirtschaft und große finanzielle Engpässe und die Vernachlässigung vor allem des Ausbildungssektors stellen ein großes Problem dar. Noch immer gehört Tansania zu den ärmsten Entwicklungsländern der Welt, trotz seiner stabilen politischen Lage. Wir arbeiten schon seit einigen Jahren mit Tansania zusammen. Aus dem Bereich der Feuerwehr heraus hat sich das Ganze entwickelt. Es ist ein sehr sicheres Land für afrikanische Verhältnisse, ein stabiles Land, wo man gut zusammenarbeiten kann und was letztlich auch beiden Seiten dient. Denn wenn Europa hier sinnvolle Hilfe leistet, kann man damit auch andere Entwicklungen, Flüchtlingsströme, Zuwanderungsströme verhindern und dafür sorgen, dass es jedem in seiner Heimat besser geht. In den letzten Jahren erhielten die tansanischen Feuerwehrkollegen die Gelegenheit, durch Austausch und verschiedenste Train-the-Trainer-Programme schrittweise nach europäischen Standards ausgebildet zu werden. Berufsfeuerwehren, wie bei uns, gibt es überhaupt nur in Ballungsgebieten und freiwillige Feuerwehren sind nicht existent. 2014 bereits schenkten die Oberösterreicher der Feuerwehr in Dar es Salaam ein Löschfahrzeug, das der große Stolz der Feuerwehrleute dort ist. Noch immer aber sind die Ausstattung und die Ausbildungsmöglichkeiten mehr als unzureichend. Daher unterzeichnete der freiheitliche Linzer Vizebürgermeister in der neuen Hauptstadt Dodoma mit dem Bürgermeister ein Freundschaftsabkommen, das den weiteren erfolgreichen Expertenaustausch zwischen Linz und Tansania garantieren soll. Wir freuen uns bereits auf Informationen über die Weiterentwicklung dieses großartigen Hilfsprojekts, das durch freiwilliges Engagement den Feuerwehrkollegen in Tansania ein gutes und selbstbestimmtes Leben ermöglichen soll.